In unserer Sendung auf der Reeperbahn nachts um 12:30 ein Streifzug durch St. Pauli, sind wir jetzt im Hypodrom auf der Großen Freiheit angekommen. Im Lokal, das alle Fahrensleute der Welt kennen, wo der Seemann nach harter Arbeit und langer Reise Entspannung findet. Eben betritt Hannes Gröger, der singende Seemann, das Podium über der Manege. Der Lärm verstummt und jetzt klingt sie auf die alte, auf allen Meeren bekannte Weise La Paloma.